Hallo Compact. Ich würde mich gerne mit diesem Video für euer Trainingscamp im August bewerben, für Campaignering. Ich bin Maike, ich bin Studentin aus Heidelberg und bin hier gerade sehr aktiv in der Extinction Rebellion-Gruppe, Ortsgruppe. Die Extinction Rebellion, die gerade in den letzten Monaten so viel Schlagzeilen erreicht hat und so viel in den Medien war. Ich bin hier seit Anfang an dabei, seit der Gründung im Februar. Bin ich sehr aktiv gewesen und hatte hier einen sehr schnellen und intensiven Einstieg, der mich auch selbst etwas überrascht hat. Genau, also ich habe hier die letzten, ich hatte eigentlich vor, in meinen Semesterferien wegzufahren. Die 2 Monate, das sind ja 2 Monate gewesen, bin aber dann trotzdem hier geblieben und zwar die ganze Zeit. Und habe fast Vollzeit für XR gearbeitet, auch anlässlich der Rebellion Week, die wir hatten vor ein paar Wochen. Jetzt muss ich mich etwas zurückstecken, weil jetzt auch die Uni wieder angefangen hat. Allerdings räume ich da immer noch gerne 1, 2, 3 Stunden am Tag ein und genau, und mache das irgendwie ganz gerne. Ich bin selbst überrascht von mir, dass mir diese Arbeit so viel Spaß macht. Ich war vorher noch nicht groß mit Campaigning. Campaigning bin ich in Kontakt gekommen. Ich komme aus dem, wie ich finde, relativ politisierten Frankfurt am Main und habe da auch bei der Amnesty-Jugendgruppe mitgeholfen und auch Demonstrationen mit organisiert. Aber das war dann auch immer im kleinen Rahmen und ja, und da hat man einfach auch noch nicht so weit und groß gedacht und geschaut, wie kann ich den möglichst größten Impact erreichen. Und das war mir tatsächlich dann auch immer etwas zu klein. Deswegen habe ich hier in Heidelberg auch lange nach etwas gesucht, was ich machen kann, wo es sich lohnt, viel Energie rein zu investieren. Und bin froh, dass ich jetzt natürlich Extinction Rebellion gefunden habe. Genau, ich habe viel dazu gelernt in den letzten Monaten. Ich freue mich total, dass ich hier so viel lernen konnte und das, obwohl es Spaß gemacht hat. Und natürlich kann man aber auch immer noch viel mehr lernen. Und deswegen würde ich mich super freuen, bei dem Trainingslager-Camp von euch mitmachen zu können, weil ich auch gerne sowas in der Zukunft gerne weiterführen würde. Ich merke einfach, dass, also ich habe jetzt gemerkt in den letzten Monaten, dass es dass mir das liegt, also dass mir die Arbeit liegt, dass mir das Spaß macht und ich würde das gerne weiterverfolgen. Und genau, also hier habe ich sehr viel in Zeit investiert. Oft waren das Strategieüberlegungen. Ich habe versucht, die Vogelperspektive einzunehmen und mache das auch immer noch, bin hier aber auch im Kern-Orga-Team dabei und ja, und kann hier auch in dem Rahmen auch noch eine weitere Person empfehlen, die sich ebenfalls fürs Campact, also für euer Campact Trainingslager beworben hat. Das ist der Johann Friedrich Salzmann, der gerade in Warschau sitzt, aber sehr, sehr viel mitgearbeitet hat und ja, und der genauso, mindestens genauso motiviert ist wie ich, hier viel zu erreichen und groß denkt. Und genau, also das ist, was ich hier nochmal sagen will. Wir sind hoch motiviert hier in Heidelberg. Wir wollen viel erreichen und wollen einen Politikwandel schaffen. Und genau, und freuen uns natürlich, wenn wir da ein bisschen Input bekommen, wie wir sowas besser machen können in Zukunft. Und gerade auch, weil wir hier so eine kritische Schwelle erreicht haben, wo wir schauen, dass wir vielleicht die Aktionen vorher ankündigen, die wir machen und hier in die Öffentlichkeit gehen, dass wir einfach, ja, wir so als Unerfahrene, dass wir da ein bisschen mehr Sicherheit haben und wissen, wie wir die Sachen angehen. Genau. Und damit das Video jetzt nicht zu lang wird, würde ich das jetzt abschließen, aber es gibt nicht nur das Umweltthema, was mich interessiert, sondern auch soziale Themen wie, wie die Obdachlosenhilfe und die Integration Obdachloser in die Gesellschaft. Und das ist ein Thema, was mich schon immer interessiert hat, wo ich aber denke, dass es bis jetzt immer in sehr kleinem, lokalen Rahmen umgesetzt wurde. Und ja, ich würde gerne mein Wissen erweitern, um da in Zukunft vielleicht
mehr zu vernetzen und größer zu denken und ein Bewusstsein für der Bevölkerung zu schaffen, für die Lage Obdachloser. Genau. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich wirklich sehr freuen, an eurem Trainingslager teilnehmen zu können. Und genau, bis dann.